Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Immer mal wieder taucht die Frage auf, was es denn mit der Umwälzpumpe oder Umflutpumpe oder Jetpumpe, vor allen Dingen bei AEG, Zanker und Zanussi-Waschmaschinen auf sich hat. Das ist ein besonderes System, was damals AEG oder Electrolux erfunden hat. Dann wird im Prinzip durch eine zweite Pumpe, eine Art Laugenpumpe, die auch unten an der Laugenpumpe sitzt, immer wieder Wasser von oben auf die Wäsche draufgeträufelt, damit die Wäsche gleichmäßig durchfeuchtet wird. Der Zweck dahinter war im Prinzip, hier Wasser einzusparen. Nun ist es aber so, dass da ein relativ dünner Schlauch verwendet wurde. Dieser Schlauch setzt sich immer mal wieder zu und auch die Pumpe kann im Laufe der Jahre etwas Schaden nehmen. Das hört ihr dann, wenn im Waschgang immer noch komische Geräusche auftreten, wo eigentlich keine Pumpe zu hören sein sollte. Das ist dann meistens auf diese Umflutpumpe oder Jetpumpe zurückzuführen. Die kann man auch relativ einfach austauschen. Die sitzt, wie gesagt, auf dem Flusensiebgehäuse mit drauf. Bei Topladern macht man das aktuell jetzt nicht mehr. Da gab es mal das System, dass man das Wasser direkt seitlich über das Lager auf die Wäsche einsprüht. Da nehme ich euch mal mit an die Waschmaschine mit heran, damit ihr das etwas besser seht. So, hier habe ich euch mal einen Toplader von AEG aufgeschraubt. Hier unten seht ihr die Ablaufpumpe und die Umflutpumpe oder Jetpumpe sitzt im Normalfall hier dahinter, hier an der Seite dran. Und von hier führte dann ein Schlauch, deswegen ist hier diese Aussparung noch im Gewicht, hier seitlich an das Lager heran und da würde dann das Wasser im Prinzip über das Lager eingesprüht. Das Problem war letzten Endes, dass dann an das Lager oftmals Wasser von dieser Jetpumpe herangekommen ist, weil die Dichtung nicht mehr richtig dicht war und es gab jede Menge Probleme damit und Lagerschäden und deswegen hat man dieses System so wieder eingestellt. Wie gesagt, dieses System bei den Topladern macht man jetzt nicht mehr, bei den Frontladern ist es noch weiterhin im Einsatz und wenn ihr da, wie gesagt, das Problem habt, ihr hört im Prinzip Pumpengeräusche während der Waschphase, die euch sehr, sehr laut vorkommen, dann schaut gezielt nach dieser zweiten Pumpe. Im Prinzip ist das halt von der Bauform auch nur eine Ablauf- oder Laugenpumpe. Die könnt ihr dann austauschen und danach sind die Probleme behoben und euer Gerät wäscht wieder leise. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt.